Willkommen zu einem neuen Unboxing-Video und in diesem Unboxing-Video möchte ich das Universal-Batterieladegerät mit USB-Anschluss vorstellen. Ja, man muss ja im alltäglichen Leben immer wieder für Sachen Batterien kaufen oder eben auch mobile Endgeräte wie zum Beispiel Smartphone oder Kamera. Videokamera oder eben Fotoapparate aufladen oder eben auch für zum Beispiel Taschenlampen oder ähnliches wird man immer wieder Batterien benötigen. Und ja, da ist es günstiger, wenn man aufladbare Batterien kauft und dann ein Ladegerät und dann eben diese Batterien immer wieder verwendet. Und dazu habe ich hier ein sehr gutes Universal-Batterie-Ladegerät, eben auch mit USB-Anschluss. Und das möchte ich jetzt einmal genauer vorstellen. So, das war im Angebot bei Hofer, also bei uns in Österreich heißt es Hofer, ansonsten in Deutschland heißt es Aldi, in der Schweiz heißt es auch Aldi. Und ja, da hat es dieses Ladegerät eben gegeben. So, ja, ich habe es schon mal herausgenommen und ja, es ist ein sehr praktisches Ding und ich werde jetzt einmal ein paar Sachen zum Ladestrom sagen. Also man kann da verschiedene Batterien reingeben. 9 Volt Block Batterien kommen hier oben hin und hier kann man verschiedene Batterien hineingeben, also verschiedene Größe von AAA und AA Batterien bis 9 Volt Block und ja, da hat man dann so ein Schieberegler, dass das immer passend ist. Wie das funktioniert, werde ich dann noch genauer zeigen. Hier auf der Seite hat man dann USB-Anschluss mit 5 Volt und maximal 500 mA. Ja, so sieht das aus. Hier ist ein kleines Display. Das werde ich dann zeigen, wenn wir die Batterien eingelegt haben. Und hier eben diese Kontakte sind zum Verschieben, damit da verschiedene Batteriengrößen eben hineinpassen. So, Ladestrom für AA, C und D Batterien sind ca. 1000 mA. Ladestrom für AAA-Batterien ist ca. 500 mA. Für 9 Volt Block ist der Ladestrom ca. 70 mA. Es hat auch eine Entladefunktion, also wenn Sie Akkus entladen möchten und damit Sie es dann frisch aufladen, dann das macht es den Entladestrom mit maximal 50 mA und hat ein großes LCD-Display. Ja, es hat einen Kapazitätsschnelltest über die Spannungsanalyse. Das wird dann hier angezeigt, wie voll die Batterien sind oder eben auch wie leer. Ein USB-Anschluss für einfaches Aufladen mobiler Endgeräte, zum Beispiel Mobiltelefon, Digitalkamera, MP3-Player oder Videokamera oder Powerbank. Also die Stromversorgung, wenn Sie ein Akku über ein Akku dann mitnehmen wollen, damit Sie da immer Aufladefunktion haben für zum Beispiel Ihr Smartphone, können Sie das auch hier über die USB-Funktion aufladen. Ja, es hat eine intelligente Ladesteuerung, zeitgleiches Laden von bis zu 8 Akkus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also die 8 Plätze. Und ja, inbegriffen sind 9 Volt und AA oder AAA Batterien. Die Ladung der Akkus ist Prozessor gesteuert. Also minus Delta U Abschaltung für AA, AAA, C und D. Kein Überladen der Akkus möglich.
Es ist eine Warnanzeige bei defekten oder falsch eingelegten Akkus. Eine automatische Umschaltung von Laden auf Erhaltungsladung für AA, AAA, C und D Batterien. Einzel-Akkuschachtüberwachung, Ladetemperaturüberwachung, automatische Abschaltung, wenn es überhitzt. Ja, Netzbetrieb ist über 230 Volt, ganz normal Anschluss. Und ja, wir werden das Ganze jetzt einmal anstecken und ich werde Batterien einlegen und zeigen, wie das Ganze funktioniert. So, ich habe hier jetzt das Gerät angesteckt und habe jetzt ein paar Batterien geholt, die ich aufladen muss. Und da steckt man einfach so hinein. So, und dann zeigt mir das Display auch schon an, drei Batterien sind erkannt. So, die vierte war schlecht drin. So, jetzt prüft es einmal den Zustand, da blinkt es. Dann, wenn der Zustand geprüft ist, also wenn die Batterien erkannt sind, dass die nicht entladen werden müssen, sondern aufgeladen, dann wird das hier angezeigt, dann blinken dann nur mehr diese Plätze, die eben dann hier aufgeladen werden bzw. leuchten, und dann zeigt es auch hier den Ladezustand an und so weiter. Also ein einfaches Gerät, damit kann man zu jeder Zeit Batterien, also Akkus aufladen. Wieder aufladbare Batterien bis zu 9 Volt Block, und ansonsten hat man hier auf der Seite auch noch eben den USB-Anschluss und kann damit ebenfalls dann Geräte aufladen, wie zum Beispiel eben Smartphone, Kamera, Fotoapparat und ja, alle möglichen Sachen, die eben dann geladen werden müssen. Ja, dann braucht man eben muss das nicht immer am PC anstecken oder so, sondern kann das auch hier anstecken und dann wird das angezeigt, eben wie das aufgeladen wird. Und hier sieht man ganz toll die Anzeigen und alles. Also eine intelligente Steuerung. Hier die erste Batterie wurde erkannt und jetzt ist der Ladeprozess im Gang. Und das wird dadurch angezeigt. Jetzt der zweite ist auch erkannt. So, jetzt werden schon zwei Batterien geladen. Und die noch nicht geladen wird, die blinkt noch immer. Ansonsten die anderen drei werden schon geladen. Und gleich kommt dann die vierte Batterie dazu. So, jetzt ist die vierte Batterie dazugekommen. Und Sie sehen, jetzt werden die Batterien eben aufgeladen. Und ja, in einer Stunde oder so sind die Batterien dann vollständig aufgeladen und dann schaltet sich das Gerät auch automatisch ab, damit das Ganze, also die Batterien, nicht überladen werden. So, das war's von diesem Unboxing-Video über das Universal-Batterieladegerät mit USB-Anschluss. Ja, ein ziemlich gescheites Ding für Laden von wiederaufladbaren Akkus, wiederaufladbaren Batterien und eben auch mit USB-Anschluss, und ja, braucht man immer wieder und muss so eben keine Batterien immer neu kaufen, sondern kann die aufladbaren Batterien mit diesem prozessorgesteuerten Ladegerät aufladen.